Jetzt geht es quasi in der Wüste, schöne Wüstenlandschaft. So, jetzt wird es schon schwieriger und auch länger vor allem. Das heißt, ich werde heute mit diesem Abschnitt nicht fertig werden, weil es 3 Jahre in Anspruch nimmt. Also mindestens 650 Besucher im Park bis Ende Oktober, Jahr 3, ist einfach gut. Was schwieriger ist tatsächlich eine Parkbewertung von 600 hinzukriegen. Momentan 680. Ja, okay. Parkeintritt frei. Nö, ich werde mal direkt auf 25 € hochgehen. Das werde ich mal eben die Karte vergrößern. Und ihr seht, eine Achterbahn haben wir am Start. Eine große. Was haben wir hier am Preis? 3 €. Ist auch völlig in Ordnung. Glaube ich, die werden da reingehen. Hier seht ihr übrigens das Geld von den Zuschauern im Portemonnaie, was da so am Start ist. Gut, jetzt natürlich dann die Frage, wie baue ich? Achso, womit wir uns noch nicht beschäftigt haben, ist zum Beispiel Baugelände. Ich weiß nicht, ob man hier Baugelände dazu kriegt. Das weiß ich nicht. Hier kann man Parkgelände erweitern. Ja, hier tatsächlich, da wo das weiß ist, das kann man sich dazu kaufen und dann das Parkgelände erweitern. Habe ich so noch nie gebraucht. Aber es ist durchaus hilfreich. Deswegen fange ich auch erstmal an, bei kleineren Sachen oder bei Sachen hier vorne hinzupacken, bis hier so ungefähr. Und dann kann man halt immer noch gucken, ob ich mir was dazu kaufe später. Also, am Anfang sollte man immer anfangen, natürlich. Oder sollte ich das jetzt hinten machen? Wo mache ich das denn jetzt? Ah, weißt du was? Ich glaube, ich fange hier an, direkt in der Nähe der Achterbahn zu bauen. Jetzt schaue ich mal nach, habe ich schon Hilfskräfte? Nein, habe ich nicht. Dazu kommen wir aber noch. Jetzt brauche ich halt. Naja, erstmal Besucher ist natürlich erstmal das größte Ziel. Achterbahn werde ich jetzt noch nicht bauen, die Holzachterbahn, aber natürlich andere Sachen. Ich stelle jetzt aber vorab schon mal ein, die maximale Finanzierung, Laden, Themen brauche ich nicht, Verbesserung brauche ich nicht. Ich brauche aber alle anderen Sachen und ich gehe auf normale Finanzierung. Oder ich gehe auf, mach ich einfach mal minimale Finanzierung. Vielleicht geht es dann auch sehr gut noch. Also, hier brauche ich noch nichts. Darlehen muss ich auch nicht zurückzahlen. Gut, dann würde ich sagen, geht's rein. Ich kann anmachen. Ich mache jetzt meinen Ton komplett aus, sonst versteht man mich wieder gerade null. Also, diese Sachen kann man immer sehr gut reinpacken, nämlich das Geisterhaus. Und zwar sogar hierhin. Eingang, jetzt muss ich mal einmal drehen. Den Ausgang hierhin. Weil hier kann man nämlich noch erweitern, da hinten. Ne? Also hier hinterm Geisterhaus. So. Hier schon mal den Weg verbinden. Dann nehme ich auch meinen normalen Weg anstatt diesen braunen da. Eintritt werde ich auch auf 1 € wieder machen und anmachen. So, jetzt habe ich natürlich die Möglichkeit, hier schon einmal die ganzen Fressalien hinzutun. Jawohl, ja, brauche ich eigentlich gar nicht einstellen, außer bei den Toiletten. Weil das eh immer der gleiche Preis ist, den ich dafür nehme. So, hierfür nehme ich nämlich 1 €. Schaue ich nochmal rum, ob das passt. Jo. Das heißt, hier kann ich sogar verlängern, dass ich hier hinter noch was tun kann. Und hier kann ich natürlich noch einiges erweitern. Das ist aber jetzt erstmal irrelevant. Hier vorne kann ich aber. Stopp, da. Hier kann ich nichts erweitern. Heißt, ich kann jetzt das hier alles ausnutzen, wie ich was platziere. Und hier werden wir zum ersten Mal mit Brücken arbeiten müssen.
ist gar nicht so einfach, ist gar nicht so schwer, meine ich, wie es eigentlich ausschaut. Baum im Backe zur Verschönerung. Genau. Was haben wir noch am Start? Genau, jetzt habe ich gesagt, Karussell natürlich. Wie gesagt, hier kann ich natürlich am Berg bauen und dann, das kann ich jetzt zum Beispiel einmal zeigen. Zum Beispiel beim normalen Karussell hier. Zack. Machen wir einfach mal den Eingang hier vorne hin, den Ausgang hier vorne hin. Preis nehmen wir natürlich auch wieder 1 Euro. Jetzt wird es aber ein bisschen interessant so erstmal. So, da gehen wir jetzt hier unten auf den Weg und dann kann ich hier ansetzen, um einen Weg zu platzieren. Sieht auch gar nicht, oder es ist gar nicht so schwer, wie man es erstmal sieht. Hier kann man noch Steigung, Gefälle und Steigung aktivieren, braucht man aber im Grunde wenig. So, jetzt versuche ich natürlich den Eingang vom Karussell möglichst weit runter zu setzen. Das geht schon mal nicht. Okay, da muss ich nochmal einen flach machen. Gehen wir jetzt dahin. Ja. Zack. Gut. Und dann kann ich hier nochmal ein Verbindungsstück hinsetzen. Gut. Dann habe ich nämlich jetzt hier mitten auf so einem kleinen Hügel unser Karussell hingepflanzt. Und das ist natürlich schweinelaut. Wenn es denn losgeht. Bewertung will ich natürlich bei 800 noch was. Jo. Hier wird zum Beispiel nicht Rasen gemäht, sondern hier werden einfach, wie soll ich das sagen, ja, die Wege sauber gehalten, um es einfach mal zu formulieren. Und bevor man überall Mülleimer setzt und bis sie repariert werden müssen, ist es einfacher, hier nur Personal einzustellen. Dann ist es viel einfacher. So, Geisterhaus habe ich, Karussell habe ich, meine Autos brauche ich noch, diese Minicars natürlich wieder. Ist natürlich die Frage, wo kann ich jetzt die Minicars gut platzieren? Sieht mir auch fast hier aus. No. Kann so nicht gebaut werden, na, das ist schwierig, den hier an dem Gefälle bauen. Aber hier sieht es gut aus. Sind einfach hier vorne. Ah, okay. Dann muss ich hier tatsächlich die Bäume wieder weg machen. Jetzt kann ich es bauen. Sehr gut. So, da brauche ich natürlich wieder nichts großartig machen. Werde ich da. Na, nehme ich 1 Euro. Wurscht. Oh, jetzt muss ich tatsächlich noch genau einen Eingang bauen und einen Ausgang und den einen Baum noch wegnehmen. Ja, das mache ich gleich. Jetzt kommt nämlich erstmal die Warteschlange und habe ich natürlich hinten Essensstände gebaut. Jetzt kommen hier vorne auch noch mal welche hin, damit man schon mal den Hunger quasi vorbeugt. Und den werden eh einige schnell haben. Burger, jetzt kommt der Getränkebude und dann unsere Toilette. So, Forschung, aufregende Attraktion am 13. Mai ist natürlich halt dann das, was ich meine. Es wird länger.
Heißt auch die Parkbewertung kann ich erst am Ende hochschrauben noch mehr. Ne? Bei 803 liegt es. So, jetzt kann ich mal einen hier einstellen, schon einmal. Zum Beispiel bei der Kotze hier. Was macht er jetzt? Beete bewässern haben wir nicht. Nehme ich raus. Mülleimer leeren haben wir raus. Rasenmähen nehmen wir raus. Und ich hoffe, das kann man bei allen machen. Okay, also er fegt jetzt nur Fußwege. Geht das nochmal? Ah, ich muss das bei allen machen. Das ist nicht so nett. Okay. Aber die Zeit kann ich mir hier nehmen. So, Mechaniker nehme ich auch. Was soll er machen? Reparieren, überprüfen. Er muss beides machen. Definitiv. Dann kann ich es noch machen. Ein Aufseher, der für Recht und Ordnung sorgt. Dann kann ich nichts weiter einstellen. Und natürlich ein Entertainer. Dann nehmen wir diesmal den Panda tatsächlich. Was macht er? Genau, ja, Panda-Kostüm. Alles klar. So, er kann es in Warteschlangen, kann er den Leuten ein bisschen die Wartezeit versüßen. Also, momentan sieht es doch recht gut aus. Besucher kommen in den Park, wenn natürlich auch noch nicht viele. Sind noch ein bisschen, paar unterwegs. Kommen sie rein? Oder ist zu teuer? Kommen sie rein? Ja, sie kommen rein. Und zwar von allen Ecken und Enden der Karte. Die Karte ist natürlich sehr schlicht gehalten, nicht mit diesen Randierungen. Also sieht wirklich so aus, als ob man so auf so einer schwimmenden Insel ist und dann fällt man vom Rand. Das ist üblich, wie sie es im Mittelalter vorgestellt haben, wie die Erde dort ist. Vom Preis her natürlich 25 Euro. Okay, erstmal. In dieser Achterbahn. Mal schauen, was die denn da sagen. Kommt da einer zurück? Ja. Hey. Mann. So, was sagt der denn? Karussell, Geisterhaus, okay, der war das nicht. Aber eigentlich sollte es passen, 3 Euro. Ist es nicht viel für diese Achterbahn? Da habe ich für die anderen auf der einen Karte weniger gehabt. Ja doch, weniger gehabt, obwohl die halt nee, mehr gehabt sogar schon. Jetzt haben wir natürlich hier die nervige Musik sozusagen. Achso, nee, die habe ich schon ausgestellt. Aber trotzdem, die Geräusche sind sonst nicht entspannt quatschen. So. Hier dauert es natürlich, bis da ein paar Leute da sind. Die müssen da erst die Verbindung herstellen. Weil hier vorne läuft es natürlich ganz gut. Jetzt kann ich natürlich hier vorne das Gelände als erstes zubauen mit diesem Hügel halt. Aber hier würde ich halt sagen, platziere ich kleinere Sachen, weil ich die immer sehr gut mit diesen Wegen und Brücken verbinden kann, wie sie jetzt beim Karussell der Fall ist. Und hier kann ich dann auch den Weg weiter verbinden darunter. So, was sagt die Parkbewertung? 814, das ist erstmal richtig, richtig gut. Besucher steigen an auf 133. Es eilt natürlich nicht, was wird fertig? Ja, aufregende Attraktion wissen wir schon. Müssen wir noch ein kleines bisschen Geduld, dann wissen wir, was da konkret fertig wird. Ich habe ja gesagt, alles kann hier fertiggestellt werden, außer Landschaft und Themengestaltung, Verbesserung der Attraktionen. Mit minimalen Finanzierung. Go-Karts wird fertiggestellt. Also da kann man auch ordentlich Geld hier machen. Und die kann ich, glaube ich, vielleicht sogar hier oben drauf stellen. Da muss ich mal gucken, wie ich das mache. So, hiervon
stelle ich mal nochmal 3 ein. Natürlich halt mit dem, was die machen sollen. Weil Beete werde ich noch nicht machen. Ansonsten werde ich mal ein paar haben, die noch die Beete bewässern und so weiter. Aber noch spielt es keine Rolle. Keine Beete vorhanden. Ich habe keinen Durst. Okay, und die möchten was Aufregenderes erleben. Natürlich kann ich auch verstehen. Jetzt hätte ich noch zur Auswahl den Twister. Und zwar den Twister, den kann ich natürlich auch hier hinstellen. Mache ich auch und Baum muss weg. So, Eingang, Ausgang, Baum muss weg. Ah, jetzt geht der Baum nicht mehr weg. Ah, jetzt geht er weg. Weil ich in dem Baumenü war. Auch beim Twister nehme ich jetzt 1,50 einmal. Da haben wir nur die normalen natürlich. Und ansonsten ist eine Verbesserung vonnöten. Meine Achterbahn ist defekt. Die muss repariert werden. Da haben wir natürlich einen, der wahrscheinlich schon auf dem Weg ist. Ja, repariert. Blaster, wie der heißt. Sind wir wieder beim Star Wars. Dynamit Blaster. Da war er nämlich, haben wir den gerade laufen sehen auf der Achterbahn. Ist die Parkbewertung, da weiß ich jetzt aber nicht, warum die sinkt. Da muss ich mir mal vielleicht von den Besuchern was anschauen. Gedanken. Nee, Aktionen. Also an den Besuchern liegt es nicht. Noch gehen. Die Wege sind eigentlich, so wie ich das sehe, in Ordnung. Ja, da kommt es natürlich darauf an, wie der Park so aufgebaut ist. Okay, da kommen sie wieder rein. Oder soll ich vielleicht, ne, das meine ich noch nicht. Ich gehe vom Preis einfach noch nicht runter. So, da fegt wieder einer. Eine Hilfskraft. Wieso gehen die aus dem Twister raus? Okay, dann möchte ich was Aufregenderes ausprobieren, oder ist ja zu teuer. Dann gehen wir einfach runter auf 1 Euro, dann sollte das vielleicht gehen. Puh. 6. Mai haben wir. Genau, dann sind die Go-Karts gleich fertig. Dann könnte ich die nämlich platzieren. Aber es muss wirklich auch auf den Punkt abgestimmt sein, wann etwas fertiggestellt wird. Hier habe ich natürlich den Zug auch noch nicht. Der wäre natürlich für außenrum noch mal eine Idee zu machen, aber hat natürlich hier ein Problem im Hügel. Da müsste ich irgendwie rüberkommen. Geht aber schon eigentlich. Aber ein Zug kostet halt doch auch noch mal ordentlich Geld. Ich könnte ihn auch hier so drüber fahren lassen. Also da geht einiges. Wenn auch, also als Transportmittel benutzt man die Züge ja eh. Dann haben wir hier die drei Sachen, die ich schon gebaut habe jetzt. Achterbahn, die ist gebaut, diese Minenzug, diese Loren-Achterbahn und die Holzachterbahn, die kann ich noch machen, wenn auch noch nicht jetzt. So, Twister ist fertiggestellt, Wasserbahn habe ich schon zur Verfügung und natürlich Essenstände. Und das nächste, was ich jetzt mache, ist dann hier bei den aufregenden Fahrten die Go-Karts dahin packen, die jetzt ja, morgen fertiggestellt sind, quasi. Da haben wir sie fertiggestellt, die Go-Karts und aufbauen.
Dann haben wir hier die Figur 8 Track, die ist sehr klein. Ne? Hier sieht man sie, also die ist echt mini. Und dann haben wir noch die Mega Track. Wenn dann bevorzuge ich hier die natürlich, die Mega Track. Die werde ich auch bauen. Aber natürlich nicht so einfach. Wenn, dann kann ich die nur so platzieren, dass sie nach unten geht. Jetzt muss ich natürlich gucken, dass mir eine Stütze nicht passt. Nein, das passt nicht. Also ist die zu hoch. Das kann ich für eine Etage tiefer packen. Nein, geht auch nicht. Oben drauf funktioniert das. Ja, das funktioniert. Also hervorragend. Dann hier vorne der Eingang hin, hier vorne der Ausgang hin. Und jetzt ist natürlich ziemlich interessant, wie man bauen kann. So, wie viel haben wir? Go-Karts? 9 Wagen. Jo. Rennen, Anzahl Runden. Nehmen wir mal eine oder lassen wir hier. Ja, doch, erstmal 1,50. Schauen wir mal. Genau, also jetzt können wir mal den Weg hier oben platzieren. Den kann ich jetzt genauso rumziehen wie vorher auch immer. Jetzt folgt der Ausgang. Der natürlich schon hoch ist, aber es geht sich genau aus, dass ich hier unten rauskomme. Wunderbar gelaufen und offen machen. Jetzt könnt ihr dann nämlich schön hochlaufen und da oben reingehen. Karussell ist das. 70 Cent vielleicht doch etwas zu teuer gewesen momentan. Und 1,50 habe ich jetzt, glaube ich, hier bei den Preisen genommen. Ja, genau, das ist auch völlig in Ordnung. Jetzt kann ich mal schauen, die Parkbewertung bei 785, sie ist wieder höher gegangen bei 796 jetzt im Mai. Wir sind jetzt am 24. Das wird ja immer pro Woche einmal abgedatet quasi. Ja, bei 794 ist okay. Und da pro Tag, glaube ich, wird es auch gewertet. 425 oder so. Pro Tag oder pro 2 Tage, weiß ich es gar nicht. Oder tatsächlich pro Woche. Also da racen sie schon. Wie ein bester Formel 1-Manier. Also der Sieger, der darf nur einmal rumfahren, seine Siegfahrt genießen. Da steht sogar dann, wer das Rennen gewonnen hat. Es hat gewonnen Gavin S. Twister ist defekt. Da habe ich ja natürlich jetzt meine Mechaniker am Start, die sich darum kümmern werden. Hier darf Gavin S. nochmal einmal rumfahren und die anderen Karts werden schon besetzt. Von neuen Leuten. Baumstammrutsche. Wie schaut es damit aus? Long River. Wieder der große natürlich. Den könnte ich vielleicht, also von den Stützen her passt es glaube ich auch nicht da oben rüber. Den müsste ich glaube ich auf freiem Gelände irgendwo hier platzieren. Jetzt könnte ich mir hier sogar Gelände zukaufen. Ne? Das könnte ich jetzt theoretisch schon mal machen. Genau, mache ich schon mal. Und zwar nur bis hier. Nur bis hier erstmal. Zack, hat man das Gelände erweitert. Und zwar wieso? Weil ich dann hier nämlich eine ganz einfache Holzachterbahn bauen kann, nämlich die Wuschieb. Die könnte ich dann nämlich einfach so hier lang platzieren. Ne? Und deswegen musste ich da eh noch ein bisschen verlängern. Da war schon sehr sinnvoll, die da hinzunehmen. Und hier kann man halt noch ganz, ganz viel weiter erweitern. Anmachen, dann wird es aber wieder sehr anstrengend, überhaupt was zu erzählen. Ja, sehr anstrengend. Weil ich
dadurch wirklich echt nicht mein eigenes Wort verstehen kann. So, Darlehen, den könnte ich theoretisch zurückzahlen, aber macht noch wenig Sinn. So, unbekannt, unbekannt, natürlich. Was macht die Bewertung? 830, top, in Top-Zustand. Also ich werde auch versuchen, möglichst wenige Wege hier zu bauen, ne? Also wir haben einen zentralen Weg, das ist der braune, der von Anfang an schon generiert wurde von den Entwicklern, und den Rest, ja, da versuche ich relativ klein zu halten mit sehr engen Verbindungsstellen dann quasi. Aber hier oben kann schon Go-Kart gefahren werden. Jetzt gucke ich mal, wie es auf der anderen Seite aussieht. Genau, hier kann sogar noch mal was nehmen, was auf dieser Höhe platziert ist. Wie zum Beispiel vielleicht in so einem Rutschturm oder so. Etwas ziemlich Kleines dann. Aber selbst Kartfahren hier ist saubeliebt, ne? Da ist das Karussell schon nichts dagegen. So, die Geisterhaus für 1 Euro, das geht auch schon. Hat auch ein bisschen Ertrag natürlich drin. Die Achterbahn fahren sie eh alle gerne. Auch wenn viele vielleicht sagen, die ist zu extrem. Es sind auch 3 Züge am Start. Da kann man immer sehen, wie viel fahren. Nämlich 54 Grad. Werden vielleicht mehr sein dann. Die sieht man ja, dass die voll sind fast. Immer, ja. Sogar mit Tunneln kann man hier operieren. Also das finde ich auch schon interessant, dass die wirklich daran gedacht haben, dass man einfach dann durch die Erde hier bauen kann. Zwar kann man das nicht sehen jetzt, ne? Aber wenn man einen Tunnel baut, durch die Erde, dann sieht man tatsächlich so eine unterirdische Kontur, dass man da durchschauen kann, wie man dann baut. Ne? Das finde ich halt, das haben die schon sehr, sehr gut gemacht. Also dieses Spiel fand ich auch wirklich für die Zeit schon echt weit voraus. War echt schön interessant damals. War mein erstes Aufbauspiel überhaupt mit Zoo Tycoon. Da werden wir aber vielleicht auch nochmal hinkommen. Das Spiel habe ich jetzt über GOG runtergeladen und spiele es auch darüber. GOG übrigens ähnlich wie Steam. Finde ich momentan sehr, sehr gut. Kostet auch nur, wie viel Euro? 5,09 € habe ich jetzt nur hierfür bezahlt. Für über 30 Missionen, muss ich sagen. Also fast 40 oder 50 Missionen sind das sogar in dem Spiel drin hier. Und alle mal etwas anders gestrickt. So, das ist eigentlich immer meine Lieblingssicht, so von unten, wenn man den Eingang so ein bisschen sieht, und dann kann man es auch mal ganz gut steuern. Hier sieht man dann die Schlangen, das sieht man, wenn man hier drauf geht, auf das Häuschen, dass dann 20 Personen warten. Besucher, die steigen auch rasant an, 386 jetzt, ohne dass ich überhaupt Marketingkampagnen ins Leben gerufen habe. Also noch brauchen wir das am Anfang nicht. Es wird auch Missionen geben, wo wir es brauchen. Dann haben wir fast keine andere Wahl mehr, ne? Aber wo es jetzt gerade so gut läuft und alles sehr stabil ist, natürlich obligatorische Speichern. Forest Frontiers jetzt nicht überschreiben, jetzt haben wir unten Dynamit Dance drin und Speichern. Dann wird es nämlich darüber über einen neuen Ordner gespeichert. So werden quasi diese Safe Games hier angelegt. Haben wir was im Forschungstutorial? Jo, Ladenstand, 25. Juli. Und ich würde fast darauf wetten, dass dies eine Information ist, die wir bauen können. Informationen werde ich einmal hinten platzieren, irgendwo wahrscheinlich hier, und einmal hier irgendwo am Anfang, glaube ich, oder? Hier ist noch Platz. Da kann ich sogar schon mal den Weg sogar noch einmal reinziehen. Dann kann ich hier nämlich 2 Sachen hinpacken, auf der nördlichen Seite und auf der südlichen oder westlichen Seite einmal. Also Platz für 4 Läden und Stände hätten wir hier. Oder zumindest, so wie es aussieht. Ne, hier glaube ich nur jetzt auf der südlichen Seite vom Eingang daher gesehen. Ja.
Was es so angeht mit der KI oder so, also die Besucher, die laufen überall rein. Ne, die gucken nicht, wo kann man quasi was machen nur, sondern die nutzen jeden Weg aus und gehen überall lang und ja, das ist schon sehr viel durcheinander. Von daher, aber es war, glaube ich, damals nicht anders möglich, mit der KI so zu arbeiten. Weil das ja doch einfach tausende Menschen sind, die generiert werden einfach. Oder einfach durch den Zufall. So, jetzt sieht man hier die Achterbahn voll im Betrieb. 3 Euro passt völlig, ist sehr in Ordnung. Und ja, die Züge sind voll. Da sind jetzt, wie viel drauf, 54 Personen. Ich glaube, mehr gehen auch nicht rein. Selbst wenn man hier oben drauf klickt oder so irgendwo, dann, nee. Ist man, glaube ich. Nee, doch nicht. Ich hätte gedacht, da kommt man jetzt auf die Achterbahn. Ah ja, doch, wenn man hier drauf klickt, glaube ich. Ja, da ist nämlich unter der Erde. Genau, dann klickt, ist man nämlich auch in der Achterbahn drauf. Und das ist natürlich auch interessant, wenn man dann so Holzstäbe da unten drüber baut und dann geht es da unten hoch zum Karussell. Finde ich auch immer sehr interessant, weil man so tausende Wege hier rumplatzieren kann. Die Autos sehen auch hervorragend aus. Also, genau, die Information, da habe ich es nämlich schon gesagt. 25. Juli, jetzt haben wir den 3. Noch etwas Zeit, dann kann ich davon zwei platzieren. Jetzt ist es von den Besuchern her natürlich wieder auf einem stabilen Level von fast 400. Der wird es aber wahrscheinlich runtergehen, so ein kleines bisschen, könnte ich mir denken. Und die Parkbewertung, die ist aufgrund des guten Zustands halt, weil ich das alles eingestellt habe mit den Mechanikern und auch mit den. Mit dem Personal auf 844 aufgestiegen. Oh, hier kann ich jetzt noch, weil mich das gerade so ein bisschen noch nervt, die Bäume wegmachen. Genau so. Hinter kann ich noch einen Baum tun, glaube ich. So, ja. Aber wenigstens einen kleinen grünen Baum in der Wüste. Keinen Kaktus. Was sagen und denken denn die Besucher? Oder warten natürlich. Also, man, oder was ich noch beachten muss, das habe ich jetzt beim ersten Level noch nicht gemacht, dass die Warteschlangen einfach nicht zu lange sind. Ne? Dann sollen die halt ein bisschen mehr laufen, anstatt zu lange anstehen. Das hier bei der Achterbahn oder so, da geht's noch. Aber jetzt, ja, beim Twister ist hart an der Grenze, schon würde ich sagen. Weil die doch schon warten. Aber da frage ich mich, warum da immer so Leute durchlaufen. Was sagt er mir nämlich? Er sagt, ich möchte gerne was Aufregendes probieren. Aber dann kann er das auch machen, wenn er da vorne steht. Oder wenn er dann da vorne zurückgeht am Schild. Das verstehe ich halt nicht so ganz. Aber naja, man kann es halt nicht allen recht machen. Was sagt denn meine Mission? 650. Ich habe fast, oder ich habe etwas mehr als die Hälfte geschafft. Parkbewertung 600. Easy going. Komplett stabil. Aber ich glaube, Parkbewertung ist, glaube ich, auch immer nur das Ziel über 600. Schlimm wird es hinterher, wenn man die Verkehrswertung. Oh, hoppla, hier ist die ja. Die Verkehrswertung machen muss. Die ist nicht bei 10.000. Da muss man, glaube ich, 20.000 oder mehr muss man sogar noch erreichen. Ich glaube sogar 50.000 ist mal das das Maximum an der Verkehrswertung. Und da habe ich jetzt so 10.000. Natürlich aber noch wenig. Das hängt aber auch von vielen anderen Faktoren ab, wie zum Beispiel wie groß und erfolgreich die Achterbahn sind, wie viel die einbringen, dann auch noch am Eintrittspreis und. Also
ganz, ganz viele Faktoren. Und je teuer teilweise so eine Attraktion ist oder beliebter, desto mehr geht da ein in die Verkehrswertung. So, 403 Besucher jetzt, fast 11.000 € wieder am Start. Kann ich jetzt ganz beruhigt fahren, bis die Information gleich fertig ist. Wir müssen 17.25 noch eine Woche. Dann ist die Information fertig. Wo kann ich die denn hinstellen? Da habe ich gesagt, die mache ich ja hier hin. Da vorne mache ich die Information einmal hin. Also schön wäre es, wenn die es tatsächlich hingekriegt hätten, wenn man hier schon mitfahren könnte. Das wäre richtig cool. Aber das haben die selbst beim zweiten Teil nicht hinbekommen. Das haben die erst dann zum dritten Teil. Ich glaube, 2006 war der dritte Teil schon. Ich meine schon. Da haben die das dann hinbekommen, dass man dann in den Achterbahnen mitfahren kann. Aber so wie das echt aussieht, hier dann nochmal rüber und dann hier und dann endet es hier am Bahnsteig. Das wäre nämlich echt schön, wenn man dann durch die Tunnel wirklich mitfahren kann. Karussell gerade nicht ganz so beliebt. Hat gewechselt. Hier die Helfer, die halten die Wege auch sehr gut sauber. Hier ist jetzt zwar ein Kotzfleck einmal. Aber das ist alles nicht der Rede wert. So, wie viel haben wir jetzt? Den 24. Morgen ist die Information fertig. Dann kann ich nämlich direkt zwei platzieren. Aber hier vorne eine. Und einmal, nee, ich habe ja gesagt, die mache ich ja hier hin. Aber hier vorne dann. Genau, da ist sie ja schon fertig. Aber die mache ich dann so fertig, dass sie den Bezugspunkt nach innen hat, dass sie dann direkt dort die Sachen bekommen werden. Aber die hat, nee, die hat sogar zwei. Die kannst du sogar an allen vier Ecken platzieren. Das ist da, glaube ich, ein echter Vorteil bei der Information. Dann muss ich mal gucken, wo hier die bessere Sicht ist. Ich glaube, hier könnte ich das schon machen. So. Genau. Einmal hier die Information wieder hinpacken. Dann haben wir an zwei Enden jeweils eine kleine Informationsquelle, die uns mit Karten und Regenschirmen ausstattet. Twister ist auch voll. Die Autos sind voll. Go-Karts ist sehr voll. Diese Achterbahn, da waren auch 44 Personen, aber das geht schnell bei den Achterbahnen halt immer. Geisterhaus hat so zwei Personen in der Warteschlange, 15 Personen sind gerade drin. Das ist natürlich nicht so beliebt, genau wie das Karussell. Natürlich, nee, das sind ja nur quasi diese gemäßigten Fahrten. Also, mehr so sagen wir so Kinderattraktionen. Aber hier gibt es natürlich, also was mir auffällt, natürlich, schaut euch mal die Leute einfach an. Es gibt nur Männer, die quasi. Also es sieht alles so aus, ob es nur Männer sind. Es sind aber auch tatsächlich Frauen dabei, wenn man das vom Namen her sieht. Josh, Marvin, Barton, Gillian, Celeste, Mark, Zachary, Dale, George, Geoffrey, wo war denn mal Mädel? Noel, Wes, Hazel, Andrew, Marcella, genau, Nina. Also es gibt tatsächlich auch Frauen, aber es sehen wirklich alle so aus, ob es Männer oder Jungs sind, die einen drauf machen wollen.
Und Kinder gibt es hier nicht. Das muss man mal einfach sagen. Gibt vom Alter her keine Kinder, keine Gruppen soweit. Ja, eine Karte in der Hand. Informationen. Achso, da hier kann man Informationen einschalten, dann erfährt man quasi immer, was der direkt macht. Ist eigentlich ganz praktisch bei manchen, wenn man einfach folgen will, um auf den neuesten Stand des Parks zu kommen. Dann aktiviert man das einfach und dann passt es schon. So, jetzt habe ich immer noch 834 und 427 Besucher im Park. Also ich möchte es jetzt, das ist nämlich dieses taktische Überlegen jetzt. Wenn ich nämlich schnell dafür sorge, dass ich hier 1000 Besucher im Park habe, dann sorge ich halt dafür, dass der Park ganz schnell vermüllt wird. Das heißt, die Besucheranzahl, dafür werde ich nämlich jetzt sorgen, dass die allmählich ansteigt, nicht sofort in einem großen Intervall, sondern wirklich mit der Ruhe mehr Attraktionen reinkriegen. Jetzt haben wir den 12. August, haben wir noch nichts, was als nächstes kommt. Ist ja egal, ein paar große Sachen habe ich ja noch am Start. Wie ja die große Achterbahn. Ja, mal gucken, ob ich sogar nicht die Mischief oder so. Die Mischief, genau. Vielleicht bauen kann. Die ist aber schon natürlich gewaltig. Aber ich glaube nicht, dass das gut ist gerade. Also so könnte ich die natürlich bauen. Oder besser gesagt so. Jetzt sehe ich natürlich echt nicht, wie teuer die ist. Das ist echt schade. Nicht mal auf so einen Klick, na, geht nicht. Okay. Steht das hier? Attraktion, nein, steht auch nicht da. Hier drin steht das eh nicht. Okay, gut. Nehmen wir die erstmal raus. Die Wuschi, die geht ja nur so. Die habe ich aber auch sehr gerne drin, weil die da echt reinrennen. Die ist nicht zu heftig. Die ist echt schön angemessen dafür. Ja. Also momentan ist es echt ein kleiner, schöner Park, der sich hier mit diesem, oder ja, der sich quasi aufteilt, also hier vorne am Eingangsgelände ein bisschen was und hier mit diesem oh, langgezogenen Oval, wenn man das mal so einen Kreis rumzieht, mit der Achterbahn, mit der Loren-Achterbahn, der Go-Kart-Bahn, die jetzt da hinten die größten Attraktionen darstellen, sowohl die kleineren, das Gasthaus und das Karussell. Es sind nicht viele Attraktionen, natürlich nicht, aber sie tun gerade alles dafür, dass der Park sehr gut läuft. Wuschip, kann ich die eigentlich auch hier hinten hin tun? Das könnte ich mal überlegen. Ja, könnte ich sogar. Dazu fehlt tatsächlich nicht viel, außer unten etwas Land. Aber das Land kann ich mir natürlich holen. Weil jetzt gehe ich mal auf. Auf die Parkerweiterung. Und da sieht man tatsächlich, kann ich einiges erweitern sogar. Und weißt du was, das kann ich jetzt einfach, das mache ich jetzt einfach mal. Zack, 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 zack. Mal erstmal das hier vorne. Es gibt natürlich immer 40 Euro weniger. Und dann nochmal hier. Natürlich aufpassen, dass es nicht zu viel wird. Weil ich natürlich nicht so viel Besucher im Park habe. Das belasse ich nämlich jetzt. Das war nämlich jetzt teuer genug. Jetzt habe ich nämlich 2900 nur noch. Da warte ich nämlich jetzt mal ein bisschen ab. Kann ich mir hier vielleicht noch was dazu holen? Dann passt es nämlich von dem verhältnismäßigen wieder. Also so viel Geld wird mir nicht abgezogen. Jetzt spare ich mal wieder langsam drauf
zu. Pro Monat wird dann, nee, pro Woche wird mir das dann abgezogen, meine ich pro Woche. Guck ich mal auf das Gehalt eben. Nee, pro Monat. 55 pro Monat. Ach, locker. Easy. Das ist wirklich easy going. Mit den Beträgen der Angestellten quasi. Ist, glaube ich, was anderes, was hier runterzählt. Ich glaube, das kann ich auch hier. Das sind pro Stunde die Einnahmen und Betriebskosten pro Stunde 50 Euro. Also, das ist dann eher das Problem da. Aber wie gesagt, es läuft momentan richtig, richtig gut in meinem Park. Wert das ist, wenn ich eine Werbekampagne mache für die 5 Wochen 2,1. Aber dann würde natürlich einiges reinkommen an Asche wieder. 25 Euro ist noch der Eintritt, das ist auch noch völlig in Ordnung. Momentan stagniert es aber so ein bisschen mit den Besuchern, die reinkommen und die rausgehen, weil wenn einer rausgeht, kommen gerade wieder ein oder zwei rein. Von daher bleibt es momentan bei 400, zwischen 420, 430 Besuchern. Das ist aber nicht ausschlaggebend, sondern auch das, was man halt bei den Attraktionen ja, macht, bekommt. So, die möchten alle etwas Aufregenderes ausprobieren. Gasthaus, da ist ein bisschen Null drin. Vielleicht kann ich das einfach runtergehen auf 70, 60 Cent machen wir einfach mal. Jetzt haben wir dann mal wieder welche drin, ja. Also da muss man die einfach mal so ein bisschen anstoßen, dass man mit diesen Attraktionen runtergeht. Das Karussell mal hier auf 50 Cent, das ist natürlich jetzt sehr, sehr wenig. Sollte aber eigentlich in Ordnung sein für einige Besucher. Also das Geisterhaus wird wieder mehr genutzt. Bald habe ich auch wieder die 4 Mille, dann könnte ich hier noch etwas zukaufen. Ja doch, das mache ich jetzt schon mal, oder? 40, 40. Ja, okay, mache ich einfach mal. Wird schon gehen. So, gut. Haben wir noch 1,7. Reicht natürlich jetzt nicht mehr für eine große Kampagne, aber das ist egal. Es kommt trotzdem ordentlich Geld rein. So, Twister, was haben die denn jetzt alle? Der Park ist mir zu überfüllt. Gut, gut, dass du es sagst. Dann werden wir nämlich jetzt eine kleine Idee, die lasse ich mir natürlich immer einfallen, nämlich zack, zack, zack und dann werde ich quasi hier den Weg einmal rumbauen, dass ich den so ein bisschen auseinanderziehe, ne? So, hier kann ich jetzt natürlich nicht wieder so komisch rum. Jetzt werde ich hier einmal gerade bleiben und dann geht es hier wieder hinunter. So kann ich natürlich jetzt den Park einmal ein bisschen entzerren. So können die unten lang, so können die oben lang und hier zwischen kann ich dann die ganzen Attraktionen platzieren. Den September haben wir, nämlich den 17. und ein Riesenrad wird fertig. Das könnte ich sogar noch hier unten irgendwo hinstellen, das Riesenrad. Das wäre da überhaupt kein Problem.
1500, das reicht natürlich noch nicht für die große Achterbahn dann. So, jetzt muss ich mal gucken beim Twister, warum das so ist. Ich weiß, ist das Geld wert, ja, aber beim Twister auf 70 Cent. Schauen wir einfach mal. Also wie gesagt, ich möchte das ja eigentlich den Leuten noch nicht schenken. Von daher, ja. Riesenrad, das fällt genau 7. Oktober. Wir sind jetzt beim 22. September. Gut. Und das Riesenrad passt hier noch wirklich sehr gut rein. Kann ich vielleicht gucken, ob ich noch einen unteren Weg platziere, damit die dann nicht mal hoch. Schaue ich einfach mal. Natürlich, das ist dann das Problem, wenn man so, also dass der überfüllt ist auf den einigen Wegen, da muss man echt gucken, dass man das entzerrt. Zum Beispiel, ich könnte auch hier nochmal einen Weg komplett rumbauen. Das ist wirklich, dass sie sich alle, ja, nicht auf den Füßen stehen. Was aber natürlich dann ein Problem sein kann, dass sie sich alle verlaufen, wenn sie keine Karte haben. Das heißt, da müsst ihr auch wirklich an allen Ecken und Enden diese Informationsstände her. So, dann gucke ich mal. 2000 habe ich wieder unten auf dem Konto. Die Parkbewertung 827 stabil, wie sonst was, immer noch. Besucher bei 440. Das ist auch völlig im Soll. Also ich kriege immer noch ganz schnell neue Besucher in den Park, wenn ich dann halt die Werbekampagnen starte. Und dann hat man ganz schnell 5000 wieder mehr auf dem Konto und dann 650 Leute am Start. Habe ich das schon runter auf 6, nee, 50 ist das sogar schon. Das Geisterhaus ist defekt. Das muss einmal bitte repariert werden. So, also pro Jahr, was hier abläuft, da muss ich dann wirklich gucken, dass es wirklich eine Stunde ist. Das muss man wirklich schon einkalkulieren. Pro Jahr eine Stunde, wenn es glatt läuft. Und es gibt tatsächlich Missionen, da wollen wir aber jetzt noch nicht drüber sprechen, die 5 Jahre lang dauern. Ne? Einige dauern wirklich nur ein Jahr, dann muss man echt schnell und fix sein in allem, was man da macht und tut und so. Und wirklich extrem fix sein. Und es gibt halt Sachen, wo man langsamer machen kann, das bewusst machen kann, dann 5 Jahre Zeit dafür hat. Ist natürlich auch was. Und wie gesagt, den Weg habe ich jetzt entzerrt. Heißt wirklich, können rumlaufen. Was sagt die Parkbewertung? 819 natürlich. Die immer noch irgendwie Park ist überfüllt oder so. Nein, das sieht gut aus. Genau, geht. Dann kann man nämlich hier sehen, wie viel sagen, dass es überfüllt ist zum Beispiel. Das sagt gar keiner mehr. Gut. Von daher ist diese Sache schon mal komplett aufgegangen, die ich erledigt habe. So, Oktober ist gewechselt, der 5. Und bis zum 7. dann haben wir unser Riesenrad am Start. Durch das Riesenrad werden wir jetzt zwar nicht wesentlich mehr Leute in den Park bekommen, aber schon noch ein paar anregen, auch diese Attraktion zu nutzen. Unten, da sehen wir halt so einen gelben Balken, der zeigt auch nochmal an, ob der Zulauf der Besucher viel ist oder wenig ist. So, jetzt haben wir hier das Riesenrad. Ihr könnt übrigens auch Farbe und sonst was alles wechseln, ne? So, also das Riesenrad tun wir einfach mal. So. Sieht gar nicht so riesig aus erstmal. Hier können wir den Eingang hin tun. Hier den Ausgang sogar. Nehmen wir mal 80 Cent. Sollten natürlich erstmal für den Anfang genügen. Ich gucke, dass ich den Weg da irgendwie finde. Nicht, dass ich da irgendwas überbaue. Das geht natürlich auch von dem Haus da genauso, dass ich das so baue.
kann ich es eröffnen. Muss ich einmal gucken, ob da Leute noch vorbeikommen. Nein, ich glaube hier nicht. Sondern dann müsste ich ja, drunter her bauen irgendwie. Geht das überhaupt, wenn ich hier drunter her baue? Ich glaube hier nicht. Ne, hier nicht. Hier geht es aber, ja. Also, Riesenrad erfolgreich platziert in einem Bereich, wo es sehr gut kommt. Oktober ist jetzt der letzte Monat und dann wird wieder gestartet, quasi im März. Das ist nämlich immer dieser Zyklus. Es fehlen quasi 5 Monate. November, Dezember, Januar, Februar, ne, 4 fehlen. 4. Was dann natürlich, oder hätte ich genial gefunden, wenn sie auch noch die anderen Jahreszeiten reingenommen hätten, aber die haben wirklich die regulären Parköffnungszeiten genommen. Heißt wirklich von Januar, von März bis November. Aber hier sind wir halt in der Wüste, hier hätte ich es auch verstanden, wenn man alle Monate nimmt. Aber dann hätte ich 3 Jahre für das Erledigen schon sehr lang gefunden. So, Geisterhaus bin ich nochmal 50 Cent runtergegangen, das sollte jetzt aber reichen, da werde ich nicht noch weiter nach unten gehen. Den Eintrittspreis werde ich jetzt nochmal um 5 Euro erhöhen. Bei 425 Besuchern. So, die Forschung läuft natürlich auch nach wie vor. Also jetzt habe ich 3 Sachen waren es, glaube ich, tatsächlich. Ein Riesenrad, Information, Stern und Gurkatz. Erforscht über ein Jahr. Das finde ich jetzt aber auch nicht überaus übermäßig viel. Jetzt kann ich mal gucken, wenn ich jetzt die Wushi baue. Aber steht das wirklich echt nicht mit dem Preis irgendwo? Das ist echt schade. Also ich würde natürlich so sehr gut dahin passen. Da hätte ich aber da hinten noch so einen Bauch frei. Da müsste man dann erstmal hinkommen. Muss ich vielleicht auch da durchbauen. Und wenn ich die so platziere, würde ich jetzt über meine eigentliche Achterbahn bauen. Wäre nicht von Vorteil sein, so könnte es sein, so könnte es klappen. Also am ehesten würde ich mir tatsächlich noch diese Achterbahn vorstellen, hier vorne, dass ich die so dahin tue. Das glaube ich, kann ich jetzt auch machen. Nämlich jetzt erstmal, ich muss immer irgendwas geöffnet haben, damit ich einfach mit der rechten Maustaste die Bäume entfernen kann. Oder hier in diesem Fall die Kaktusse. Oder Kaktus? Die Kaktus. Die Kaktusse? Was ist wohl richtig davon? Grammatisch richtig. Tja. Aber ich warte jetzt mal Oktober ab noch, bevor ich die dann baue. 807 ist die Parkbewertung nach wie vor. Es wird ein bisschen angestiegen gewesen. Hier, wenn man auf das Auge sieht, dann kann man übrigens auch ganz, ganz viele Sachen einstellen, die man sehen möchte. Zum Beispiel unsichtbare Stützen, dann sind die alle weg. Ne? Finde ich jetzt aber blöd. Also die gehören für mich natürlich alles schon zum Spiel dabei. Gitternetzlinien anzeigen, die kann ich zum Beispiel wegmachen. Oder ich kann sie lassen. Dann sieht man halt, in welchen Quadraten man bauen kann. Ist jetzt optisch okay, wie ich noch finde. Anders sieht es dann aus, wenn man hier so diese ganzen Markierungen drin hat auf den Wegen. Oder die Fahrtstrecken, wie hoch die liegen. Hier bei 16 Meter. Und hier haben wir sogar 17, 16 Meter auch drin. Die anderen sind, glaube ich, sogar 1 Meter, genau. Ja, kann man alles einstellen, wie oder was man halt sehen möchte. Höhenmarkierung vom Gelände,
Generell, also 7 Meter ist jetzt so Durchschnitt. 14 ist, glaube ich, das höchste, was ich sehen kann. Glaube ich auch von hier. Ja, 14 ist das höchste, was generiert wurde. Genau, kann ich die wieder rausnehmen. Ist jetzt natürlich auch nicht der Rede wert. So, unsichtbare Menschen finde ich total doof. Dann, ja, man hat einfach kein Leben drin, ne? Unsichtbare Stütze habe ich schon mal gezeigt. Landschaft, Draht, Modelle, die sind dann alle weg. Attraktionen hier. Das sieht dann so aus, quasi. Da haben wir nur diesen Draht da drin, wo der gefahren wird, und dann fahren diese Dinger quasi in der Luft mit den Go-Karts. Ja, das ist nochmal so ein kleiner Nebeneffekt vom, ja, von der Einstellung, wie man es machen kann. So, 464 Besucher sind drin, 5100 habe ich jetzt schon wieder gekriegt. So, gemäßigte Attraktion am 19. April, der hat nämlich gewechselt. Jetzt März bin ich Jahr 2, 9. März bereits. Ist sogar schon mein Geburtstag wieder mal vorbei gewesen. Ist defekt. Ugh. Eine meiner zentralen Attraktionen. Aber was mir natürlich echt gefällt, ist, dass die tatsächlich drin bleiben. Die rennen dann nicht raus. Und es kommt halt keiner mehr rein, weil die dann sehen, dass es defekt ist. Aber die Mechaniker sind eigentlich richtig zügig am Start. Da kann ich sogar noch mal. Tu einfach nochmal zwei hier rein, bei dem brauche ich eh nichts einstellen. Und von denen, ja, die machen das eigentlich noch sehr gut. Eine Parkbewertung an 836. So, jetzt ist natürlich ein Jahr vorbei, das heißt, einmal werde ich jetzt einen Zwischenspeicherstand machen, hier auf den alten Spielstand. Genau, ersetzen. Dann haben wir es. Aber es läuft doch wirklich alles nach Plan. Was wird wohl fertig? Gemäßigte Attraktion. Das ist natürlich hier wieder unsere diese Attraktion. Unser gelangweilter Kopf, der von oben nach unten geht. Ah, hier sieht man den Preis von den Sachen, okay. Aber von der Achterbahn nicht. Das ist. Achso, geschätzte Kosten 2800 oder höher. Okay, das ist natürlich jetzt so eine Aussage, mit der man nicht viel anfangen kann. Die ist 350 oder höher. Also die billigsten dann, ne? Die billigste würde ich dann. Ja, eigentlich ist die das. Ne? Man kann das halt echt nicht pro Attraktion sehen. Also ich schätze die teurer ein, wesentlich teurer als die hier. Zur Ansicht, so sieht es aus, gegenüber einer, die Wirrwarr ist. Momentan stagniert es wieder mit den Leuten, die in den Park wollen. Gerade so beliebt. 21. März, gemäßigt 19. April. Eigentlich muss es gleich festgelegt werden, was wir als nächstes bekommen werden in dem Park. Weil dann werde ich nämlich auch diese Attraktion einmal schon hineinpacken. Puh, 6300. So, hier ist ein bisschen Kotze, die muss weggemacht werden. Aber diese so vereinzelte Kotzdinger, das ist egal.
Hier ist zum Beispiel ein kleines bisschen Abfall liegt da auf dem Weg in der Mitte des Bildschirms. Das sind so ganz, ganz kleine Sachen nur, die weggemacht werden müssen noch. Aber das ist nicht so wichtig momentan. Solange die nicht um 200 Punkte fällt, sieht es echt gut aus. Also hiermit habe ich momentan weniger Probleme als mit dem ersten Level, aber natürlich, man muss erstmal wieder reinkommen, wie es überhaupt war, wie es ist. Ne? Von daher, alles kein Stress und immer ruhig Blut, dann wird das alles schon was. Aber selbst habe ich diese Classic-Version noch nicht gespielt. Nur natürlich die ersten Level jetzt, die natürlich immer schwieriger werden. Und man muss natürlich diese Level überstehen, damit man neue freischaltet. Ne? Und das wird natürlich mit der Zeit gehen. Also ich glaube, wenn man eins erledigt hat, dann wird das nächste direkt freigeschaltet. So glaube ich, ist es. Das muss ich aber nachher einfach mal überprüfen. Aber jetzt werde ich halt nur noch bis Ende Jahr 2 kommen, bis ich dann leider Schluss machen muss. Dann geht es nämlich weiter mit dem Kind ein bisschen spielen. Auf Ark. Aber natürlich dann ohne Stream. So. Also. Darlehen. Ja, da kann ich natürlich auch hier was zurückgehen. Ne? Vom Darlehen dann. Das wäre jetzt auch kein Problem. Aber hier könnt ihr sehen, 2168 Euro plus, hier 2236,40 plus, im September ein bisschen Minus gemacht. Da kam dann halt das ganze Grundstück-Dingens noch daher und davor 8199 Minus gemacht. Also ihr seht hier quasi immer 4 Monate, die davor waren, plus den aktuellen Monat mit den Einnahmen und den Ausgaben. Die Einnahmen sollten natürlich schon immer deutlich im Plus sein, nicht, dass ihr da wirklich richtig runterfallt. Jetzt kann ich gucken, was hier gemacht wird. Rutschspirale, genau, diese, die im Kreis verläuft, wo ich vorhin mal gesagt habe, die kann ich hier oben neben den Go-Karts platzieren auf dem Berg, wenn das geht, und dann den Weg runterbauen. Da muss ich aber dann auch aufpassen, dass es eventuell nicht zu viel wird. Oder zu, ja, zu, wie soll man das nennen? Oder ich werde diese Spirale hier unten hin platzieren neben der Achterbahn und dann werde ich darauf den Weg verlegen. Das ist auch möglich. Also am 19. April ist die fertig und wir haben den 7. April. Und 468 Besucher drinnen. Genau, hier liegen jetzt nämlich andere Sachen noch auf dem Weg rum. Was macht das von der Parkbewertung her? Genau, die geht jetzt runter. Ich werde es jetzt auch einfach so machen, dass ich noch 5 Leute auswähle. Aber das ist echt schade, dass man das hier nicht programmieren kann. Dass man wirklich sagt, diese 3 Sachen nicht und sondern nur diese eine Aufgabe. Weil die anderen brauche ich halt nicht, ne? Aber es kann auch wirklich sein, dass alle 20 Leute hinterher auf einem Fleck fast rumlaufen. Ne? Das könnte auch schon passieren. Deswegen mal immer mehr Leute einstellen von gewissen Sorten. Also Mechaniker reicht natürlich, diese 4. Ah ne, da ist sogar noch 5. Den habe ich noch gar nicht platziert gewesen. So, jetzt ist es natürlich 5 und von den anderen halt 10. Weil da sieht man nämlich, die laufen nämlich dann in diese Richtung, obwohl hier einer hingekotzt hat. Also die wählen dann nicht die beste Richtung aus, sondern sie entscheiden sich für einen und dann laufen sie erstmal da lang, bis sie irgendwo gegenlaufen, dann laufen sie wieder zurück. So, aber da kommt jetzt einer den Berg runter, der wird, da ist schon einer, hatte ich kurz schon weggemacht, von daher alles super. Also wieder von der Parkbewertung über 800 wieder angestiegen und das durch so ein paar kleine Stellschrauben, dass es dann kein Problem mehr darstellt. Auszeichnung, sicherster Park. Ja, dafür habe ich ja meine Leute quasi.
Also bevor es in das letzte Jahr geht, dann werde ich, oder wenn es ins letzte Jahr geht, dann werde ich die Werbeaktion starten. Vorher macht es wenig Sinn. Rutschspirale, 19. April, 3 Tage noch. Dann haben wir sie mit an den Start gebracht. Ich glaube tatsächlich, ich werde die. Na, hier werde ich sie nicht hinpacken. Nee, ich werde die tatsächlich hier oben hinpacken, dass ich dieses freie Gelände rund um die Go-Kart-Bahn erst einmal zubaue mit den Attraktionen, die ich quasi neu erforsche. Mehr Geld brauche ich ja noch nicht mal mehr, weil ja, es ist gut im Plus, es kommt immer wieder was rein und durch diese kleinen Erforschungen halt, wie zum Beispiel Rutschspirale oder so, wird der Park etwas erweitert. Also, jetzt habe ich gesagt, hier oben kommt sie hin, kein Thema, easy going. So, hier kommt der Ausgang hin. Den Eingang, sorry, sagen wir, der kommt einfach mal hier hin. Rutschspirale, da mache ich es diesmal nicht übertrieben, sondern es bleibt wirklich bei den 50 Cent. So, jetzt kann ich hier natürlich schon mal bergunter gehen. Nicht ganz bis nach unten natürlich, sondern das hier reicht völlig. So, und natürlich der Ausgang, der wird knapp über diesen Weg verlegt. Jetzt muss ich hier mal die Perspektive wechseln, dass ich den natürlich hier sehr gut verlege. Na, hier muss ich, also hier zeige ich jetzt zum Beispiel einmal, was kann man machen mit Landschaftsbau. Da geht man nämlich hier auf diesen Hügel und kann hinten die Ecke runterziehen. Ne? Und schon hat man quasi einen Weg freigelegt, um diesen hier zu verbinden, dass die hier rauslaufen können. So, dann eröffnen wir es mal. Sehr gut. So, hier wurde jetzt mehr hingekotzt. Also ein Erste-Hilfe-Ding, das kann man auch übrigens bauen, platzieren. Hier könnte man auch noch etwas hinbauen. Wäre sogar denkbar, dass das noch geht bei irgendwas, wo man dann die Wege auch noch so verwurschteln kann, nennen wir es mal so. So, die kleine Rutschspirale wird auch direkt angenommen, gehen direkt Leute rein. Das wird aber nicht für alle schön sein. Die möchten auch was Aufregenderes erleben als einfach nur diese Rutschspirale. Oh, da hat sich sogar einer gefreut. Wie geht's denn ihm? Ah, dem sieht's gut aus. Hier sieht man überhaupt übrigens Fröhlichkeit, Energie, Durst, Toilette. Er ist in der Nähe, ne? Da unten was zu trinken und so, dann geht das schon. Er ist natürlich hier nur auf diesem Verbindungsstück ja, wenig zu trinken halt da. Und hier müsste man halt gucken, wo man da was hinbaut. Aber das ist jetzt ja, auch nicht der Rede wert, weil von da, von A nach B kommt man schon relativ zügig, vor allem weil da die ganzen Attraktionen halt rumrum stehen. Das kann ich glaube ich auf dieser Seite. Ja, hier könnte ich natürlich auch nochmal zwei Sachen hinbauen. Zum Beispiel einfach mal noch einen Getränkestand. Schon eröffnen und natürlich einmal den Hamburgerstand. Den kann ich hier hinpacken. Und mehr geht da jetzt quasi nicht. Da müsste man nämlich das Gelände verändern und dann würde man den Weg auch verändern. Dann könnte da keiner mehr langlaufen. Aber natürlich der Nachteil ist ja bei diesen Wegen, wenn man die mit Brücken baut, dass sich die Besucher ziemlich schnell verlaufen. Heißt, wir brauchen eigentlich Informationen an allen Ecken und Enden. Aber
die sind auch momentan echt gut platziert, nämlich hier vorne eine und am Eingang steht die eine noch. So, Maya 2, und zwar den siebten. So, unbekannt. Grundlagenforschung. So, ich muss mal kurz weg. Das Spiel kann mal kurz alleine laufen. Ich muss mir eben mal was zu essen reinschieben, sonst wird gleich verhungert. Also, bin gleich wieder da. So, Essen steckt im Ofen. Und dann geht's weiter mit Rollercoaster Tycoon Dynamite Dance. Ich finde auch wirklich die Karte, die ist schon. Also am Anfang sind die schön gestaltet, da kann man schön viel bauen. Aber irgendwann, also damit man wirklich so reinkommt, das Tutorial, aber irgendwann gibt es auch wenig Platz zu bauen. Da muss man einfach gucken, dass der Park quasi einfach nur sauber ist. Sauber ist, vielleicht ein paar Sachen dazu bauen, dass der Verkehrswert dann steigt und sowas dann halt. Oh, meine Autos sind defekt und da stehen sie einfach mal rum. Das heißt, die hängen einfach auf der Bahn fest. Jo. Ist auch mal was. Mir ist gerade aufgefallen, gerade wo ich weg bin, dann läuft es wieder. 535 Besucher im Park, 11.000 Euro am Start. Ja. Also momentan brauche ich noch nicht mal eine Werbeaktion. Momentan würde ich sagen, okay, aber vielleicht bis Mai, nächst, also bis Mai, Jahr 3, einfach so weiterlaufen lassen und dann, ja, haben wir es eigentlich vervollständigt. Wir haben jetzt Mai, Jahr 2, 19. Mai und aufregende Fahrt dann am 1. Juli. Das heißt, es ist noch der Juni dazwischen, dann kommt noch Juli. Dann gibt es wieder was Neues. Das heißt, wir können wieder im Auge behalten und wie es ansteigt von den Besuchern her und natürlich, was das Geld macht. Normal könnte ich jetzt schon die große Achterbahn einfach mal bauen. Das wäre doch was, oder? Jetzt einfach mal bauen. Da warte ich noch mal einen kleinen Moment, bis ich weiß, was an dem 1. Juli dann fertig ist. So lange warte ich noch mal eben. Aber ich werde es dann so machen, dass ich jetzt dieses, also das zählt ja wirklich noch als Retro-Spiel. Teil 2 will ich schon nicht mehr so ganz dazu zählen. Teil 2 war auch nicht so gut, werde ich aber trotzdem streamen und hinterher auf unserem YouTube-Kanal hochladen. Und dann gibt es noch Teil 3 von, ich glaube 2006 war das, wann der rausgekommen ist. Den werde ich natürlich auch mal, den habe ich auch mal vor kurzem erst durchgespielt. Ich glaube vor ein, zwei Jahren hatte ich das mal gemacht schon mal. Und den werde ich auch nochmal in allen Einzelheiten einmal durchspielen. Mit allen Szenarien natürlich nur. Also jetzt nicht Free Play oder so. Oder schön zum Tag bauen, sondern einfach wirklich, ich gehe auf Szenarien, Stories und so weiter, ohne mir dann selbst viele Sachen zu bauen. Obwohl es natürlich auch immer schön wäre. Ist jetzt hier in diesem Spiel nicht so möglich eigentlich. Viel mehr kann man das dann ab ja, Teil 2, weiß ich gar nicht, ob das da ginge, konnte man da selbst Landkarten quasi bebauen. Ich glaube nämlich nicht. Das fing nämlich erst an mit Teil 3, wo man dann
dann eine riesen Karte hatte, wo man dann den Park erweitern konnte und dann halt aufgrund der Größe und Anzahl der Attraktionen, Wegenetz und so, dann kamen die Besucher halt demnach auf die Map. Aber wie gesagt, Teil 1 und 2 ist sehr schlicht gehalten und von der Animation ist es gleich. Teil 3 war dann mal etwas ganz anderes, wie es war. Da waren die Figuren noch animiert, richtig. Man konnte eigene Figuren erstellen und so weiter. Aber das wird alles später noch kommen. Also ich glaube jetzt, dass ich erstmal eine Zeit lang daran sitzen werde, hier dieses Spiel zu streamen. Weil wie gesagt, es dauert wirklich extrem lange für ein Jahr. Und also man kann jetzt nicht sagen, okay, ich mache es richtig rasant fertig, sondern es ist auf dem Punkt, dass es eine Jahr. Ne? Dann immer hier zum Beispiel Jahr 3, was natürlich schon extrem lang ist. 780 Parkbewertung, natürlich geht es wieder ein bisschen runter, aufgrund natürlich der Besucher, wie sie den Park hinterlassen. Obwohl ich da eigentlich auch sehe, es sieht gut aus. Kann ich jetzt mal die Gedanken durchgehen? Hier geht, wartet. Es sind jetzt eigentlich keine so richtig sauer. Nö, das geht. Also es ist keiner sauer. Die Bewertung ist völlig im grünen Bereich. 785, gerade was 780. Schauen wir mal, ob meine Leute die wieder hochkriegen. Oh, Anzahl der Attraktionen 20, Personal 17, Besucher 531 Grad. So, Eintrittskarten insgesamt 952 verkauft, gerade 801 wieder. Das ist alles wieder im grünen Bereich. Wie gesagt, Hauptsache ich komme nicht unten an die 600 ran. So, jetzt haben wir Juni, den 7. Was haben wir jetzt? Schiffsschaukel. Das ist natürlich dann eine Attraktion, die eine aufregende Fahrt ist, die wir dann bauen können. Und zwar, da könnte ich mir schon mal gucken, wo ich das Ding denn gerne hätte. Ich könnte mir vorstellen, das hier unten hinzubauen oder hier neben und dann darunter zu bauen. Das glaube ich würde ganz gut gehen. Oder vielleicht halt so über den Weg, wenn das so ist, und dann hier so daneben runterbauen. Also links neben dem Raum Weg würde ich das runterbauen. Das kann ich mir aber dann noch halt überlegen. Ein bisschen. Ein paar Wöchelchen sind hier noch Zeit. 10. Juni, am 1. Juli ist es fertig. Sieht natürlich auch schön aus am Anfang, so eine kleine Attraktion, dann kommt man nix. Ein bisschen was zum Laufen, sowohl vorne als auch hinten rum. Dann die erste Attraktion quasi mit der Rutsche und die kommt sehr gut an gerade. Und ist ja auch nur 50 Cent, nehme ich ja nur dafür. Ne? Das pro Stunde gebe ich dafür 50 aus, aber ich nehme 234 ein pro Stunde. Das ist schon, ja, eine Menge, sagen wir es einfach mal so. Achterbahn, also die geht auch echt noch gut für diese 3 Euro. Da brauche ich, wie viel nimmt die eigentlich ein? 5.616 pro Stunde, also das ist schon gewaltige Einnahmen dafür. Was nachgeschaut. Ja, Schiffsschaukel. Also ich glaube, hier drüber könnte ich die platzieren. Dann sieht es hier nämlich ziemlich gut aus und eigentlich sehr strukturiert. Dann kann ich nämlich den Ausgang hier hinbauen und den Eingang hier runterziehen.
Erste Haus, 15 Personen auf Fahrt, wie viel warten? 7. Das ist auch sehr gut. Warum ich nochmal ohne Ton mache, ist einfach, weil man sie mich sonst überhaupt nicht versteht. Weil einfach die Besucher extrem laut sind. Also da muss ich, glaube ich, bei meinem Windows-Bildschirm dann hinterher was runterdrehen. Bei meinem Mikro schadet es dann ja nicht, aber dass ich auf jeden Fall hinterher, wenn ich dann neu starte, in die neue Mission, dass ich dann einfach da ein bisschen die Lautstärke mindestens um die Hälfte runterdrehe. Weil das ist nämlich definitiv zu laut. So verstehe ich wenigstens die Mission. Deswegen ist es auch unten. So. Autos, Twister, Go-Karts. So, wie viel Juni haben wir jetzt? Den 22. Also, so viel liegt gar nicht mehr an. So, eine Woche warten noch. Und dann kann ich sparen. Die gute Schiffschaukel. So, wer gewinnt hier meine Rennen gerade? Das Pink Card. Das Pinke. Und zwar, das ist Sophia L. Ein Mädel hat Rennen gewonnen. Sophia L. Ich glaube, als Kind habe ich mir sogar Strichlisten gemacht, von wegen, wer hier die Rennen gewonnen hatte. Also vom Namen her. Aber das finde ich schon gut, dass GOG so viele alte, gute Spiele echt neu aufgelegt hat. Also das gefällt mir extrem gut, deswegen habe ich sie jetzt auch genommen. Und ich kann das auch nur befürworten. Und solange da auch keine Abzocke ist oder das genauso funktioniert wie bei Steam, da finde ich Steam fast noch kritischer sogar. Weil das, was ich von GOG gesehen habe, auch im Video mit Reporter und so weiter von Giga, war schon super. Und deswegen habe ich es mir tatsächlich jetzt auch geholt. Weil auch Star Wars Rebellion Sword hätte es gegeben, dann hätte ich den deutschen Patch schon irgendwas gebraucht wegen Steam. Aber jetzt habe ich mir sogar Siberia geholt. Und das Spiel werde ich dann auch in der Zukunft mal streamen. Und da bin ich dann sowieso auch mal drauf gespannt, wie das Spiel dann abläuft. Von der Spielmechanik. Also Siberia 2 habe ich ja damals auch gehabt, aber den ersten Teil noch nicht, womit ich dann aber anfangen werde. Aber jetzt halt erstmal widme ich mich den nächsten vielleicht 2, 3 Wochen sogar, also je nachdem wie schnell das ist, bis mein Schiff schaukelt hier, mit diesem Spiel hier. So, jetzt kann ich glaube ich das Ding hier drüber packen, genau. So, sehr gut. Dann kann ich nämlich jetzt hier, nee, das ist genau über dem Weg, hier, genau, hier den Ausgang einpacken, hier den Ausgang packen. So, dann wähle ich jetzt quasi erstmal den Ausgang, dass ich den Ausgang einmal hier rumziehe. Zack. Zack. Und dann in der Verbindung komme. So. Sieht doch schon sehr gut aus. Und den Eingang, den werde ich jetzt hier runterziehen. Bis hier. Dann können Sie direkt bei dem Hochlaufen da rein. Und auch hier werde ich auf, sagen wir erstmal 1,50. Das kann ich dann ja immer noch umändern. Mal schauen, genau, da gehen sie schon rein. Sieht doch sehr gut aus. Und hier mit diesem Weg einfach kombiniert zwei Ausgänge. Könnte es wahrscheinlich gleich mit den Besuchern wieder ein bisschen ansteigen. Was macht meine Parkbewertung? 830. Was willst du mehr? Mein Verkehrswert, den kann ich auch mal gelegentlich prüfen. Der ist bei 9.700. Wie gesagt, den hochzuhauen, das wird natürlich richtig, richtig schwer.
Gelände hin über einen gewissen Zeitraum auch bestehen zu lassen. Also ich habe wirklich dieses Spiel auch noch nicht durchgespielt, ne? Zwar war ich schon mal relativ weit, aber ich habe nicht alles zu Ende bringen können damals. Man kann ja auch neue Spiele und. Und dann hat man sich dafür interessiert, Ego-Shooter und so weiter und so fort. Dann war das Spiel wieder abgeschrieben. Aber jetzt einmal wirklich eine gewisse Zeit über Rollercoaster Tycoon, vielleicht sogar einen ganzen Monat. Also das muss ich mal schauen, weil ich ja immer so jemand bin, der nicht deine Spiele unterbricht, sondern dann eine Seite oder eine Spielereihe komplett durchspielt. Und die haben natürlich auch einige Erweiterungspacks gehabt. Also der jetzt, den Klassik, der hat zwei Erweiterungen drin gehabt sogar. Plus Teil 2 dann, der hat auch insgesamt drei Erweiterungen, glaube ich sogar. Das ist Triple Pack auch. Und dann den letzten Teil, der glaube ich sogar vier Erweiterungen gehabt, Teil 3. Also da erwartet mich extrem viel noch. Oder 550 Besucher, fast 16.400 Euro in der Tasche. Kommen eigentlich noch mal was holen hier, was aber eigentlich wenig Sinn macht. Da wäre ich direkt pleite auch wieder. Und das ist ja doch noch extrem viel ist. Da brauche ich, schnell würde ich schätzen, 50.000 Euro. So rund umgerechnet. Vom Gefühl her. Das wäre zu viel. Mein Karussell ist defekt. Bitte einen Mechaniker zu Karussell Nummer 1. Also ich benenne die Sachen extra nicht um, weil sonst, also das kostet echt zu viel Nerven. Da kann ich mir echt gucken. Weil ich baue eh die Meisterfraktion wirklich nur einmal. Dann weiß ich nicht direkt, wo die stehen und was ist, also wirklich, wo die stehen. Darum geht es einfach nur. Karussell 1. Dann direkt ins Switchen und dann passt es. Wie viele waren hier? Zwei Personen warten, 15 Personen im Gebäude drin, okay. Hier kommt ja keiner mehr lang am Karussell vorbei hier. Aber hier kann ich natürlich auch noch was hintappen. Vor allem mit diesem Gelände hier arbeiten. Ne? So, Juli 23. Wir haben noch unbekannte Forschungen. Was haben wir denn hier? Okay. Immer noch natürlich das Gleiche. So, jetzt steigen die Besucherzahl wieder an. 571. Finde ich sehr erfreulich. Ich finde es auch irgendwie komisch, dass einige Besucher dann deutlich schneller laufen als die anderen und nicht alle gleich. Okay, finde ich auch alles natürlich positiv. So kann man nämlich auch mal sagen, dass die KI doch etwas richtig macht. Nur was ich halt so oft so blöde finde, also diesen Twister, den habe ich jetzt auf 70 Cent, also in der Regel bezahlst du da deutlich mehr. Ne? Und also vom Eintrittspreis, also das passt im Vergleich halt nicht. Also die Geschäfte kannst du relativ günstig eigentlich machen. Der Eintrittspreis dafür richtig, richtig hoch, weil man sieht hier 30.700 fast über die Eintrittspreise. Das ist natürlich extrem viel. Karussell ist auch bei 50 Cent, ne? Aber macht natürlich immer noch einige Einnahmen her. Juli, wieder eine Woche später. Eine Achterbahn. Ah, da bin ich gespannt, was der da rausspuckt für eine Achterbahn. Denn dann werde ich diese definitiv platzieren. Und die Sachen, die ich ja jetzt noch hier habe, die ich noch nicht gebaut habe, wie zum Beispiel der Zug, dann diese Holzachterbahn, Baumstammrutsche,
Das sind so drei Sachen, die ich in der Hinterhand habe. Die sind nicht teuer, aber die bringen mir extrem viel Bewertung oder auch Besucher noch ein. Und von daher werde ich die Trumpfkarten quasi zücken, wenn ich Jahr 3 zu Ende habe und dann ja, fast zu Ende habe und dann von der Bewertung her oder so nicht hochkomme. Also was natürlich sehr erfreulich ist, worüber ich mich freue, ist, dass die Parkbewertung fast dauerhaft über 800 ist. Da ist fast nichts dran zu rütteln. Ne? Also das läuft einfach gerade echt gut daher. Besucher, das sieht man leicht steigend und das ist auch das, was ich erreicht wollte. Bis jetzt sind sogar 827, also bitte. Sieht wirklich fantastisch aus. Nur wie gesagt, jetzt heute werde ich diesen Part nicht beenden können. Zumindest jetzt noch nicht, sondern vielleicht heute Abend noch einmal ein Stündchen. Dann hätten wir nämlich schon mal zwei Level vollständig abgeschlossen. Und Level 3, da muss ich mal eben kurz gucken, welches das ist, weil ich habe es nicht mehr automatisch im Kopf. Muss ich mal kurz googeln. Das ist Leafy Lake. Leafy Lake. Und dann kommt Diamond Heights, die schon deutlich schwerer sind. Also da kommt dann schon einiges auf mich zu. Aber Leafy Lake, da kann man dann wirklich also da kann man nochmal wirklich am meisten bauen. Kann man den ganzen See überbauen sogar. Nicht umbauen, sondern sogar überbauen. Sogar Achterbahn reinpacken. Da kann man so Schwanenboote oder irgendwas reintun, was man dann bei der Wasserattraktion, was man dann so alles hat. Bei 570 Besuchern, also es sind nicht einmal mehr, ja, 80 Besucher so sind es noch, die ich im Park haben muss. Und dann haben wir es. Da muss nur noch die Jahreszeit vergehen. Und ich habe wirklich noch ohne diese ganzen Werbekampagnen hier alles geschafft zu bewerkstelligen. Der Verkehrswert ist gesunken bei 9,4. Natürlich, da geht es natürlich drauf an, höherwertige Attraktionen zu bauen. Vielleicht dann auch sogar 2, 3, 4, 5, 6 riesengroße Achterbahnen. Wie zum Beispiel die Mischief anstatt die Wuschieb oder so, oder vielleicht beide. Jetzt bin ich mal gespannt, was für eine Achterbahn dann fertig ist. Sieht man das jetzt schon? Nee, sieht man nicht. Am 13. September ist die fertig. Ich vermute aber, das ist natürlich diese Looping-Achterbahn, die ich ja schon auf Forest Frontier gemacht habe. Die könnte das sein. Und da könnte ich, glaube ich, sogar die B-Achterbahn. Oder die A-Achterbahn, also es gibt glaube ich drei zur Auswahl, 1, 2, 3. Muss ich mal gucken, weil ich habe jetzt diese Looping-Achterbahn nur genommen, weil die anderen schon zu teuer eigentlich sind. Aber das ist wurscht. So, 54 Personen fahren immer noch, 10 warten hier. Und die Achterbahn hat so gerade ein bisschen Flaute, dann brauchen sie ein bisschen mehr oder länger, bis da die Leute drin sind. Jetzt überhaupt noch angenommen gerade. Schauen wir mal. Eine Person fährt, es wartet 0. Okay. Aber wie gesagt, das ist bei 50 Cent. Tut mir leid, das ändere ich nicht um. Dann müssen sie halt warten. Oder es geht keiner mehr drauf. Puh, weil, also auf 20 Cent oder so, also das ist ja schon, das ist makaber. Das kann man auch eigentlich so nicht machen halt. Es kommt hinten wieder Leute rein, da gibt es nämlich dann ordentlich Asche wieder hinzu. Pro gibt es ja echt 30 Euro, 32.300 Einnahmen schon generiert, also das ist viel. Wo sehe ich es jetzt? Hängende Achterbahn, die habe ich noch gar nicht. Das ist mal eine coole Sache. Die hängende Achterbahn wird am 13. September fertig. 20. August haben wir. Und vor allem, also wenn man dieses Spiel wirklich spielt und das auf ewig oder so, man kann ja auch die Szenarien einfach fortsetzen nach dem Abschluss. Ne? Man kann bis Jahr 99 kann man durchzocken. Das ist dann völlig wurscht. Also Jahr 99 ist das letzte, weil es diese 100 nicht mehr zählen kann. Oder es geht dann wieder von vorne los. Das weiß ich natürlich nicht.
natürlich wird es irgendwann sowieso eintönig, weil man alles erforscht hat, alles schon gemacht hat. Deswegen sage ich auch so, gehe ich bei diesem Spiel bewusst, wie fast bei jedem Spiel, auf Szenarien auch. Wie natürlich Jurassic World Evolution habe ich natürlich auch gemacht. Natürlich das modernste Aufbauspiel im Grunde mit den Sauriern. Und da habe ich dann auch nur die Szenarien gemacht, ohne die Herausforderung jetzt, weil das obliegt dann doch jedem selbst nochmal zu machen. Vielleicht, wenn ich mal irgendwann Zeit habe, werde ich die Szenarien auch noch machen, aber die sind schon die Härte von gewissen Spielen dann. Aber wie gesagt, dieses Free Play mache ich eigentlich gar nicht, dieses freie Spielen. Dafür haben wir dann zum Beispiel Landwirtschaftssimulator, Formel 1, Motorsport, Manager, wo man halt in jedem Jahr Weltmeister sein kann. Und was haben wir da noch? Dann kommt vielleicht irgendwann Ark noch dazu oder Ark 2, wenn es das dann gibt. Ja, genau. Und natürlich Formel 1 2020, 21 oder so, was dann nächstes Mal herauskommt, im Juni, im Juli. Kann es da nämlich losgehen. Aber bei solchen Spielen halt wirklich, gehe ich wirklich mehr auf die Szenarien. So, wir haben jetzt den 28. August. 28. August. Hängende Achterbahn, Fertigstellung 13. September. Da bin ich mal gespannt, wo ich dich hinpacken kann. Also hier glaube ich eher weniger. Hier werde ich dann eher diese kleineren Attraktionen hinbauen können. Vielleicht kann ich die sogar hier hinstellen, neben der Lorenachterbahn. Deswegen habe ich nämlich jetzt extrem viel Geld gespart. So, also jetzt das Ganze kommt auch hier an momentan. So, welchen haben wir denn jetzt? Den 7. September. Noch eine Woche, dann passt's. Achterbahn sieht auch gut aus. 571 Besucher jetzt am Start. So, wo haben wir es jetzt? 11. September, 12. 8.800. Oh, Verkehrswert, geil, 12.000. Kommt gut erstmal.
So, die hängende Achterbahn. Geh nicht weg. Komm her. So, Flight of the Phoenix. Warte mal, wo kriegen die hin? Sag mal. So. Passt dich. Ah ja, komm. Machen wir mal so. Gut, Eingang, Ausgang, Ausgang, Ausgang. Mach Ausgang. So. Dann nehmen wir mal einmal das hier. Ganzen Ausgang ist ein bisschen mehr Arbeit jetzt, den ganzen Eingang dahin zu platzieren. Machen wir einfach mal einen Zickzack. Jetzt kann ich direkt runter, oder nee, ich gehe nochmal nach oben. Jetzt ziehe ich das direkt runter. Dann komme ich nämlich. Ah, sehr gut. So, komme ich perfekt raus. So, wie viel nehmen wir denn da jetzt mal einfach? Nehmen wir mal 2, 3 Euro. Genau wie bei der anderen Achterbahn und go. So, September Jahr 2. Wo stehen wir da? 22. jetzt. Und von der. Oh, 12.100. Naja, 554 Besucher. Das geht natürlich. So, 764 von der Parkbewertung. Da kann ich jetzt. Muss ich jetzt. Leute zusätzlich einstellen. Okay. Wieso? Ne, da. Da oben ist er ja. So, jetzt hängen wir den dran. Der hier ist unterwegs. Es wäre echt immer ein bisschen mühselig, dass man das für jeden Einzelnen selbst machen muss. Ich will die rausnehmen, also vier mache ich nochmal selbst. Wie gesagt, das andere spielt natürlich immer noch keine weitere Rolle, weil es hier einfach keine Beete, keine Mülleimer und Rasen gibt. So, einen noch, dann haben wir 20 Stück am Start. So, gut. Passt. Jahr 2, damit haben wir dann dieses Jahr hinterher auch abgeschlossen. Also das ist schon immerhin deutlich mehr. Passt schon. Gut, wie kommt das hier an? Da sind jetzt, wie viel drauf? 22, 23 Personen fahren. 24. 9 Personen warten, okay. Das geht.
Na, hier geht jetzt keiner mehr rein. Jetzt brauche ich tatsächlich, ja, genau, 50 Cent. Super. Und hier auch runter. Vielleicht geht da mal was. Was sagt denn der Typ da? Gemäßigte Attraktion 26. März, naja. 26. März, minimale Finanzierung bleibt weiterhin bestehen. Gut. So, jetzt habe ich 600 Besucher im Park, immerhin. 600, bitte mal. Parkbewertung 782. Da hoffe ich jetzt auch, dass die sehr stabil bleibt. Oh, wer hat denn da hingekotzt? Warte mal. Geht's dem? Ey, ich will den Kotzer haben da. Da. So, ui, hier geht's dem schlecht. Super, eine Toilette ist doch da in der Nähe. Hätte ja mal rausgehen können. Aber, oh, haben wir schon weggemacht. Das ist echt gut. Echt gut und sauber gelaufen. Geisterhaus sieht gut aus. Oder? Nein, sieht nicht gut aus. Keine Warteschlange. 50 Cent, ja jetzt Leute. Okay. 20 Cent. Was haben wir hier? Haben wir da irgendwo einen drin? Nö. 20 Cent. Also komm. Jetzt verschenken wir das da auch nochmal. Anders geht's da glaube ich nicht. Oh, jetzt geht mein Laptop wieder. Ey, ich glaub's dir nicht. Ich wurde gereidet. Hey, wow. Super. Danke erstmal dafür. Hab das jetzt leider nicht mitverfolgen können. Alles, weil mein Laptop die letzte halbe Stunde leider Probleme hat mit dem Laden, weil das immer nicht so skaliert. Ich muss den Bildschirm nämlich immer versuchen, aktuell zu laden und so. Und dann ist es doch immer so ein Problem, dass parallel zu lesen, deswegen kann ich darauf selten reagieren. Aber ja, jetzt muss ich eh gleich erstmal Schluss machen, da dann mein Kindchen wartet, der möchte nämlich auch ein bisschen zocken. Ja, sorry. ging leider nicht anders. Das liegt wirklich an meinem sehr alten Laptop. Da muss ich mir dieses Jahr mal irgendwann einen neuen besorgen, wenn ich da mal vom Urlaub wiederkomme, wenn dann nämlich das ganze Geld weg ist, dann kann ich nochmal gucken, was übrig ist und mir davon einen vernünftigen Laptop holen. Oder vielleicht sogar, wenn es hochkommt, einen neuen Rechner. Das wäre natürlich noch besser. Ja, gut. 690 Besucher jetzt. Jetzt wollen wir mal schauen. Parkbewertung wieder 809. Komm schon, Oktober, Jahr 2. Ja, das will ich halt eh sehen, eher Rechner. Ja, also momentan hat es auch immer gereicht oder so, aber für einige Spiele, ja, mit der Übertragung ist es dann doch ein bisschen schwieriger, weil das einfach nicht sofort macht. Jetzt muss ich nämlich wieder aktualisieren, das ist halt immer der Nachteil. Und wenn ich dann nämlich auf den Bildschirm gucke und dann auf den Laptop gucke oder so, deswegen gucke ich oft so nach rechts, weil da mein Laptop steht, da bin ich dann nämlich was am Aktualisieren. Das ist echt scheiße. Also ja, ich glaube, ich werde das wirklich machen, dass ich mir einen zweiten Rechner hole. Muss ja nicht so ein Top-Ding sein, aber
Auf jeden Fall, dass er die Bilder mit der Bitrate und sonst was alles vernünftig überträgt. Und vor allem, dass dann auch der Chat durchgängig läuft, dann geht das nämlich von wegen, ja. Aber ich würde halt öfter darauf reagieren, dann wäre es natürlich auch schöner. So, Eintrittspreis. Jetzt muss ich hiermit auch noch runtergehen. Das ist aber egal, das mache ich mit 2 Euro. So, Oktober, ja, 2. Jetzt warte ich noch, bis der Jahreswechsel einmal stattgefunden hat und dann mache ich nämlich für heute erst einmal Schluss. Eventuell dann heute Abend nochmal. Also nach ARK. Mal gucken, wie lange wir spielen. Wahrscheinlich bis 10 Uhr oder so. Zwischendrin muss ich auch noch irgendwie ein bisschen was essen machen. Gut, 650 Besucher habe ich dann auch so. Ja, jetzt ist Jahr 3 gewechselt, genau. Gut, dann würde ich nämlich jetzt einfach mal sagen, ich speichere einmal und dann muss ich nämlich nochmal irgendwie raus. Es dauert auch noch ein bisschen, bis es versetzt ist. Halt, weil ich ja mit Geo. Öffnet da wieder nicht. Nochmal versuchen. Okay, vielleicht darf ich da nicht auf das Minimieren mehr klicken. Probiere ich nämlich jetzt nochmal. Spielen. So machen, weil ich werde. Wo habe ich denn da? Ist mein Sound? Oh, das ist schon so gering. Schaue ich mal auf 20, wenn der auf 20 ist. Schon besser. Auf einmal keine Nachricht mehr bekommen, beziehungsweise alle hintereinander durchgerattert und dann war das einfach ganz schwer zu sehen. Thank you.
den überhaupt machen? Theoretisch geht es. Zu viel des Guten. Da auch. So, mein Autofahren ist defekt. Jetzt kann ich vielleicht, genau. Thank you.
So, schauen wir mal. Dann brauche ich einen Weg natürlich, der oben ist. Ey. Ebenso hier. Oben dran, ich glaube nicht. Natürlich jetzt entzerren, indem ich einmal nach links baue und nach rechts. Wie zum Beispiel so. Und natürlich auch nach oben. Natürlich einmal den Weg nach unten. Dann baue ich den einfach quer rüber. Kann ich öffnen? Wieso? Was ist das Problem? Okay, geschlossen. Ich habe doch einen Rundgang quasi hier gemacht. Station beginnen und enden. Das soll das jetzt heißen, dass ich diese ganze Arbeit jetzt umsonst gemacht habe, nur weil diese Attraktion nicht nur eine Station hat, sondern vier. Habe ich jetzt mal gespielt. So, ich werde jetzt mal das hier wegnehmen und dann eine normale dahin bauen. So.
Rundumrundung einmal mit den mit einer Station. Und ich hoffe für dich, dass es jetzt geht. Thank you.
Ich glaub's ja nicht. Das heißt, jetzt werde ich das so machen.
Zeit. So, zwei noch, dann habe ich noch 30 Stück. Die brauchen wir schon mal bei fast 700. Thank you.
lustiger an dieser Station an. Weil so wie das bei Mittelstation ist oder so, Scheiße. Na gut, dann werde ich die Kuh hier innen. Die Crazy Peter Kuh. So. So, Eingang hier hin, Ausgang hier hin. Den Ausgang kann ich schon direkt festklippen hier, indem ich einfach nur mit oben einmal mache. Ist natürlich
schon da. Zu trinken sollte man dabei haben. Information haben wir jetzt natürlich auch. So, hervorragend. Dann können die Leute auch die Achterbahn besuchen. Sein. So, jetzt mit 9.
Herausforderungsmodus abgeschlossen hat, eine Mission, weil die Vorgabe des Levels ist, das ist vor allem. Zwar ein bisschen doof vor, aber okay, versteht natürlich besser als so. Besser als null. Hier sind es auch die anderen 20, der ist voll. Karussell sind es 20, das ist voll. Okay, das war auch.
kannst du für einfach immer abgeschaltet. Du hältst das Brett. Ich habe dir jetzt eigentlich eine Note von 20 Euro und 15 Euro für 30 Euro. Stream am morgigen Tag wieder. Also, bis dann, Leute, und ciao.